ich habe auch das ganze linke ist ein Auabstellgleise, Fabi. So. Hat er das überhaupt gehört? Was? Danke für die Ankündigung, Juli. So. Etzelbrook kommt was. Ist schon lange da. Ja, er ist schon lange da. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Züge gerade. Was bedeutet, stell dich nicht so an. Wenn ein Zugboot hervorgehoben wird. Warte, Nikon ist da? Ja. Ach so, ja, der stimmt so. 249. Der will nach Albertberg. Oh, ich habe jetzt einen Güterzug mit einer Stunde Verfrühung. Stellen aufs Abstellgleis und lassen stehen. In der Stunde erinnere ich dich dran. Eine Stunde Verfrühung. Ist mir egal, ob das so schlechte Bewertung für dich. Ich brauch den Zug da nicht mehr. Ich krieg den da nicht mehr weg. Lassen halt. Krieg ich halt Minusbewertung, ist mir egal. Ja. Ich muss den Zug da halt wegkriegen. Kann ich auch nichts machen. Fünf CD möchte auf 202. Wo ist denn das denn? Möchtest da drauf? Warum fährst du dann nicht? 3CD möchte nach Wasserbillig. Moment, Wizard RB 4913 nach Wasserbillig Nord. Ist das Wasserbillig? Ja. Um. Ah, Pipinato ist auch noch da. 14 Uhr. 14 Uhr? Ja. Der soll um 13.55 in Zenzam sein. Bitte? Er soll um 13.55 schon in Zenzam sein. Kann ich, ja, ich hab noch einen anderen Zug, der da durch muss, der über Wasser billig muss. Der über, hier, über zum Abstellgleis muss und der muss, der reserviert gerade die Strecke, deshalb. Komplettes hier rumspinnt dann und er das dadurch sehen kann, dass, indem er es auf zwei Bildschirmen spielt. Genau, hier das da, das flackert jetzt bei euch und bei mir auf dem zweiten Bildschirm nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist Java. Zwei? Oh Gott. Oh komm, das ist richtig blöd, wenn du beim Abreißen von einem Gleisfeld bemerkst, dass du mitten drauf noch einen Zug hast und du hast an beiden Enden angefangen. Tja. Laufen. Also, der sollte abfahren. Da ist Gleis 2. Wo steht denn da ein Zug? Da. Um 53 sollst du losfahren von 4 AB Richtung BW. So, der Zug bleibt vorbei, wer der sauber fährt. Oh, ich hab einen Güterzug, der ist nur 60 Minuten verspätet. Verspätung. Verspätet? Ach, Mann! Ich hungere hier gerade vor mich hin. Ja. Da schaltet der Kopf zuerst ab. Ich hungere vor mich hin. Dann bestell dir was zum Essen. Ja, er hat einfach verspätet.
Oh, das war ja klar, dass der Zug, der eine Stunde Verspätung hat, von Juli rüberkommt. Ach was! Oh. Kann nicht sein. Ja, bei mir fehlt hier ein Zug, der hat gerade 16 Minuten. 12, 13. Ja, Juli hat einen mit 100. Oh Gott, ey, falsch. Fahrstraße auflösen, Signal einklicken, oben links FS auflösen. Ja, hab ich krass. Du sollst nicht dahin, du sollst dahin. So. 7CD möchte nach Ettelbruck. Ettelbruck 7C, ach ne, RB 3613. Um. Gleich bei dir. 36:30. RB 4939, voraussichtlich ab 14:05 nach Luxemburg noch. Okay. Der professionelle Ablauf hier. Und irgendwann bei dir. Cool ist da. Also ich stelle mich nächstes Mal den Twitter, dann kriege ich auch noch eine Anlage. Aber nur wenn sie gewünscht sind oder wirklich nötig, wie auf einer eingleisigen Strecke. Ja. Bei einem defekten Signal. Nächster Anblick. Oh, da brauche ich ja gar keine. Was macht man bei einem defekten Signal? Luben, hier. Wo ist das? Was macht man dann? Naja, du hast verschiedene Möglichkeiten. Wenn nur das Signal möglich ist, dann kannst du zum Beispiel dem Fahrdienst. Entweder sagst du an dem, dem Lokführer, dem Triebfahrzeugführer, du kannst entweder das Ersatzsignal am Signal setzen. Das sind dann diese beiden Lämpchen, dann weiß er darauf dran vorbeifahren. Wenn das auch nicht geht, dann kannst du ihm noch per Funk einen mündlichen Befehl zur Vorbeifahrt am Signal geben. Das kann mehrere Gründe haben. Wenn du die Fahrstraße nicht schalten kannst, dann kann es auch sein, dass eine Weiche kaputt ist. Ach ja, viel Spaß dann. Wenn der Weiche kaputt ist, dann musst du warten, bis die repariert ist und dann kannst du die immer wieder schalten, da musst du so lange drum rumfahren. Was bedeutet flügeln? Da hast du oben in der grünen Leiste den Button EASGT. Das anklicken und das Signal anklicken. Dann müsste drunter so ein weißes Lämpchen angehen. Okay, wie klicke ich das Ersatz an? Nee, da steht das Signal defekt. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ey, Luben, wo bist denn du? Ettelbruck, da kommt was rüber, gell? Ja, habe ich schon. Ettelbruck, was kommt denn da bei dir rüber? Was kommt von dir zu mir rüber? Also wenn das mit dem Ersatzsignal dann nicht funktioniert, wenn das Signal defekt ist, das kann dann durchaus sein, dann den Lokführer. Was kommt da rüber? Auf Befehl vorbeischicken. Das sollte. Kannst du rechts über, also musst den Zug auswählen, links in der Liste, und dann rechts über 35 weiterfahren. RW 35 38. Okay. Ja, lieber erstmal ein kleines Stellwerk zum Reinkommen. Das ist, sonst bist du zu schnell überfordert. Wenn da noch was schief geht, dann kommst du gar nicht mehr vorwärts. Der steht. Oh. Noch ein anderer. Eine neue Version ist verfügbar. Bitte das Spiel bald neu starten. Was? Ja, hat's mir gerade auch gesagt. Hat bisher noch nichts gesagt. Aha. Juli. Was? 40 wartet auf Annahme. Ach so, ja, sorry, ja. Kommt der gleich rüber, oder? Ja, der ist jetzt gerade aus dem Bahnhof los. Ich denke mal, so 5-6 Minuten braucht er noch. Moment mal, was hat er jetzt?
Was? Da hoch, da hoch, ah. Auf Gleis 7a. Blumen, ansonsten gibt's da auch eine relativ gute Anleitung zu alles auf der Webseite vom Stellwerksteam. Wenn du dann mal Fragen hast, bei uns hier nachfragen. Ich hab keinen Plan, welcher Zugfuhr ist. Der so, aber das habe ich immer noch nicht verstanden. Was bedeutet Flügeln? Ah, Flügeln? Das ist, wenn ja. Ein Zug sich in zwei Züge aufteilt und die dann unterschiedliche Züge ansteuern. Ja, ja, also der kuppelt automatisch auseinander und du musst dann halt nur den ersten Teil ans erste Ziel schicken und den zweiten Teil ans zweite Ziel. Okay. Bügelt Ersatz auf die ESC Generalisierung. Ja, genau, dann ist es halt mit der Motorfraktion oder so gefahren und dann wird halt die Lok abgekuppelt in dem Fall. Okay. Wenn sie wohl auch flügeln, aber also ich verstehe unter Flügeln vor allem, wenn es sich halt ein Personenzug zum Beispiel. Deswegen fahren die da auf der Dreiseenbahn so komisch, weil die irgendwann flügeln. Fährt der eine Teil vom Zug fährt den einen Endbahnhof an und der andere Teil den anderen. Dann kommen sie wieder zurück und kuppeln wieder zusammen und fahren dann gemeinsam zur Endhaltestelle. So, also der Zug ist jetzt da, sagt man mir. RB 36, 38. Nee. Doch. 35, 38. Nee, das war. Nee, der war das nicht. Der ist bei mir schon raus. Gut. Berlin, Kolmar, LH1 36, 38 ist der in einer halben Stunde kommt. Oh. Welcher Zug ist das? Ist das einer für das Prozent oder? 9AB möchte nach. Da muss halt stehen bleiben. 38, 13. Da kommt 37, 38, ne 57, 38, der möchte auf Gleis 2. Was so billig, was kommt denn da jetzt? Da möchte nach 13K. Kann man auch machen. Erst mal bis hier. So, wann kommt denn der wieder raus? Bald, okay. 9AB startet gleich, die 1 startet gleich Richtung Alon wieder. Abfahrt und ändert Richtung, dann Gleis 31, Abfahrt und ändert Richtung, dann Gleis 32, Abfahrt, ändert Richtung, dann Gleis 5, Kuppel. Was ist das für ein Manöver? Fuck. Ey du, na, so, Boah, Leute, ich guck den Chat gerade gar nicht. Ich auch nicht. Ja, Lumen hat gesagt, mach das morgen und René sagt, hey, ja, mach das. Ja, okay. Probiert's mal aus, ist nicht so schwer. So, erstmal der hier dann. So, du möchtest nach 8AB. 8AB ist besetzt, warum denn das? Warum ist 8? Ne, 8 AB ist nicht besetzt. Alter Schwede, das ist bei euch kompliziert. Logisch. Nach Luxemburg. Aber ihr habt wenig Verspätung. Ja, wir haben eigentlich Verspätung. Obwohl ich die Züge ewig stehen, das habt ihr wenig Verspätung. Okay.
Ja, das ist gerade der Vorteil, wenn die so lange stehen und nur dann kannst fünf du Minuten später deine, kommen, genau. Macht das fast nichts aus, sondern lässt er halt die Stehzeit ein bisschen kürzer und dann passt das ja auch. Ja, das haben wir verstanden. Da bin die da. Deutsch war noch nicht. Naja, bei der Größe wär's auch. Lächerlich. Der will Gleis 3 und dann Richtung ändern. So, du möchtest nach Alon. Der steht in Gleis 3. Da steht aber kein Bug. Oh, du siehst ihn nun. Da steht einer. Und wo klingelt's gerade? Hautenbach, annehmen. So, du möchtest nach 5AB. Junge Vater. I wonder why. So, als nächstes um 12, da habe ich ja noch 5 Minuten Zeit. Vor Weiche 230. Dann auf Gleis 31. Ah, du bist da. Weil der 6 Minuten Verspätung hat, ja, wahrscheinlich schon. Ja, komm, ist fahr. Wo möchtest du jetzt hin? Nach 5AB. Moment. So. Puh, Leute, anstrengend. Juli? Verkraftest du es, wenn ein Güterzug eine halbe Stunde früher zu dir kommt? Was für ein Güterzug? Der 4889. Was, 48? Hatte noch gar nicht auf dem Plan. 4889. 48. Ich hab kein 4889. CT48880. CT48980. Ich hab kein CT. Hab ich bei mir nicht. Ungelogen jetzt. Nach wo? Ach, Luxemburg Süd. Das ist dein Gütergleis. Kommt bei mir nichts an, kein Witz. Ich hab den nicht auf dem Schirm. Dann lass ihn einfach mal in deine Richtung fahren. Ja. Ich hab gesagt, in deine Richtung, nicht in deinen Bahnhof. Ja, okay. Boah. Ah, nicht leicht, sage ich euch. Was ist denn Mammo? Mammo. Ah, Mammo. Ihr habt eine Regionalbahn zwischen Luxemburg und Kleinbettingen. Die da immer hin und her pendelt mit 2 Zügen. Mein Bett sagt mir nichts. So was haben wir. Warum fährt der denn nicht weiter? Frage mich ja immer. Wo ist denn die Siebenmann? Von Ettelbruck nach?
Gleis. Eins? Du möchtest leider nach da unten, geht aber nicht. Weil der muss erst raus. Hinter Frage. Nein, ich bin mal kurz weg. Ja. Telefon. Und zwar um 12 muss der weg und dann sage ich dem, du sollst dahin. Dong, 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 dong. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. War der bei dir? Heute auf bis 32, wo ich kann es nachweisen. Es rappelt in der Kiste. Was ist das? Juli, weißt du, was mir bei dem Lied immer in den Kopf kommt? Was? Amorelli. Was für ein Ding? Was Amorelli? Also, nee, Eis.de ist es, glaube ich. Ja. Die machen es wert. Okay, das war's für mich. Ich sehe überhaupt nichts mehr.